Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Snackerburg Rock und Pop Talk. Unfassbar. Morgen Abend ist es soweit. Dann heißt es Goodbye 2021 and Welcome 2022. Daher habe ich mir heute für euch was ganz Besonderes ausgedacht. Eine Sag mal Tanja Spezialsendung. Bedeutet, ich habe mich auf die faule Haut gelegt und habe einige meiner liebsten Kollegen nach exklusiven Tipps für euch gefragt. Ich fange mal bei Sabine Merkel an. Sie ist die Fachleitung Pädagogik am Seminar für Ausbildung und Fortbildung in Freudenstadt. Sie ist eine der besten Coaches, die ich kenne. Und sie ist meine beste Freundin. Huhu, Lieblings-Sabine. Hallihallo, meine liebe Tanja. Sag mal, Sabine, ich kenne ja nur wenige Menschen, die so mutig sind wie du und für Klarheit im eigenen Umfeld sorgen, in Bezug auf Familie, aber auch in Bezug auf Vorgesetzte. Verrätst du unseren Hörern deine zwei besten Tipps, wie sie im kommenden Jahr für sich einstehen können und für Klarheit sorgen? Ja klar, das mache ich ganz gerne, liebe Tanja. Also mein allerwichtigster Tipp ist es, in Bezug auf Klarheit, sich ab und zu mal einen Mutausbruch zu gönnen. Denn Klarheit braucht nämlich manchmal Mut. Und der zweite Tipp wäre es, den Blick in zwei Richtungen zu richten. Nämlich zum einen nach innen, damit ich meine Bedürfnisse überhaupt selber entdecke und kenne, dass ich weiß, was ich will und manchmal noch wichtiger, was ich nicht will oder nicht mehr will. Und dann kann ich das nach außen hin auch klar vertreten. Und wenn ich gut bin, auf einen Punkt und vielleicht, wenn es nötig ist, mit einem Mutausbruch. Danke, 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 meine Lieblings-Sabine. Komm gut rüber. Hey, du auch, Tanja. Freunde machen gesund. So der Titel des neuesten Buches von Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Wenn euch der Name jetzt bekannt vorkommen sollte, sie ist Bestseller-Autorin von Büchern wie Wenn morgen dein letzter Tag wäre. Häufig ist sie zu Gast im Fernsehen und außerdem schreibt sie auf T-Online die Kolumne Die Psychologin hilft. Ulrike und ich kennen uns schon ein paar Jahre und Logo, dass ich sie ganz exklusiv für euch nach Tipps für ein großartiges 2022 gefragt habe. Hey ho, Ulrike, schön dich zu hören. Hallo Tanja, ich freue mich auch sehr. Sag mal, Ulrike, ganz exklusiv für unsere Hörer, dein bester Tipp für ein gesundes neues Jahr aus deinem neuen Buch. Das Wichtigste für unsere Gesundheit ist mein Tipp, kümmert euch um die Menschen, die euch am Herzen liegen. Und das ist nicht einfach meine Meinung als Psychologin, sondern es ist durch riesige Langzeitstudien wissenschaftlich belegt. Gute soziale Beziehungen sind die Nummer eins für ein gesundes, langes Leben. Und Tanja, das Verrückte daran ist, dass das noch kaum bekannt ist. Jeder denkt an Ernährung, Sport, vielleicht noch nicht rauchen. Ja, ist auch wichtig, kommt aber eben in der Rangfolge deutlich weiter hinten. Also, wenn wir unsere Beziehungen pflegen, ob nun am Telefon in Pandemiezeiten oder bei einem Abendessen, dann leben wir gesund und bleiben lange jung. Und nochmal kurz gesagt, Freunde machen gesund, verschönert und vertieft eure kostbaren Beziehungen. Vielen Dank, Ulrike. Bald hören wir uns wieder. Dann werden wir uns hier in einer Sendung mal intensiver über das Thema Freunde und Gesundheit austauschen. Rutsch gut rüber. Danke, Tanja. Dir und euch allen wünsche ich auch einen guten Rutsch. Markus Paul kenne ich nun genau 11 Jahre. Damals war er zarte 24. Als wir uns kennengelernt haben, hat er mir ziemlich charmant gezeigt, wo er steht und wo ich stehe. Hey, Tanja, du bist ja umgekehrt alt wie ich. Genau so stelle ich mir den Start für ein gutes Miteinander vor. Hey Markus, schön, dass du dabei bist. Den Satz, den musst du dir wohl dein ganzes Leben lang von mir anhören. Hallo liebe Tanja, und ich werde es nicht müde, mir das immer wieder anzuhören. Schön, dass ich da sein darf. Sag mal, Markus, du bist ja auch wie ich systemisch ausgebildeter Coach. Neues Jahr, neues Glück. Welche drei exklusiven Tipps hast du für unsere Hörer in Sachen Neuanfang? Also Tipp Nummer eins ist, mehr Fragen zu stellen, um mal wirklich wieder was Neues zu hören, statt immer nur das wiederzugeben, was man jetzt schon kennt. Tipp Nummer zwei, mal tief Luft holen, bevor man was sagt, um den Kopf auch mal denken zu lassen. Und Tipp Nummer drei, nicht zu allem immer eine Meinung haben müssen,
Wir fühlen uns so oft genötigt, das zu tun, aber es ist nicht immer nötig. Es ist auch gut zu sagen, das weiß ich nicht. Und das ist in Ordnung so. Vielen, vielen Dank. Hey, rutsch gut drüber ins neue Jahr. Du auch. Dankeschön. Vor welchem großen Neuanfang Markus Paul steht und ob er seine eigenen Tipps selbst berücksichtigt, das erfahrt ihr in meiner Sendung Sag mal Tanja am 20. Januar 2022. Anouk Ellen Susansum. Sie ist Expertin in Sachen Souveränität und Selbstbewusstsein. Außerdem ist sie Autorin des Buchs Upgrade Yourself. Hallihallo, Anouk! Ja, hallo, liebe Tanja! Du, sag mal, Anouk, nur für unsere Zuhörer und für keinen anderen sonst, welche sind deine drei besten Tipps ever, damit das kommende Jahr für unsere Hörer ein gigantisch selbstbewusstes werden wird? Das wünsche ich deinen Hörern und Hörerinnen sehr. Also, mein erster Tipp wäre, denke groß. Und dann gehe Schrittchen für Schrittchen, um das Große zu erreichen. Zweitens, es hilft, wenn du dir deiner Stärken bewusst bist. Und wenn du das nicht genau weißt, dann frag doch mal deine Freunde, Familie, Kollegen, dein ganzes Umfeld, um dich zu umschreiben. Sei es ein Auto oder sei es eine Blume oder aber eine Netflix-Serie. Und da kriegst du bestimmt tolle Sachen wiedergespiegelt. Und mein dritter Tipp sei, und manchmal hilft es einfach loszulassen. Denn wer loslässt, der hat zwei Hände frei. Yeah, danke Anouk, komm gut rüber ins neue Jahr. Ja, du auch. Und all deine Hörer auch. Und wer nun mehr von Anouk und Upgrade Yourself erfahren möchte, Anouk ist exklusiv bei mir am 6. Januar zu Gast in meiner Sendung. Ich wünsche euch nun von ganzem Herzen ein gutes neues Jahr. Kommt gut rüber. Danke, dass ihr immer mit dabei seid. Ihr seid klasse. Prosit, Neujahr. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop-Psychologin. Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Stellt Tanja eure Fragen per E-Mail an dietanjaköhler@antenne1-neckarburg.de. Antenne 1.